Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer VfB Lübeck Karriere hier in FIFA 21. Heute geht es weiter. Wir sind ja mitten in der Transferphase vor unserer ersten Erstligasaison und sind ja aufgestiegen mit dem VfB Lübeck in der letzten Saison als Zweitligameister. Und jetzt geht es für uns darum, den Zweitligakader zu einem Erstligakader umzugestalten. Dafür haben wir bereits in der letzten Folge unter anderem Gilmore geholt, kostenlos, und haben jetzt tatsächlich noch 30 Millionen auf dem Konto für weitere Transfers, die wir tätigen können. Und wir haben eure Vorschläge. Starten wir mit Luis, der schreibt ganz klar, klipp und klar, Jones. Und ich weiß natürlich auch, wer gemeint ist, und zwar der junge Mann hier, Ricky Jade Jones. Ja, als Backup, falls wir Winzheimer verkaufen sollten, kann ich mir ihn vorstellen. Ansonsten schwierig, weil Stammspieler wird er nicht sein. Lané ist klar gesetzt. Und wenn Winzheimer nicht geht, ist eigentlich kein Platz für Jones. Ja, wir hatten es ja mal probiert bei ihm. Damals hat es nicht geklappt. Jetzt vielleicht aktuell nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann müssen wir mal gucken, wie er sich weiterentwickeln sollte. Deshalb bleibt er erstmal im Hinterkopf. Aber wir haben ihn natürlich weiterhin auf der Liste. Gamer Elias, ich würde so viele Jugendspieler wie möglich verleihen, weil sie sich dann meistens extrem gut entwickeln. Ja, das ist auch richtig. Wir machen es aber weiterhin so, dass wir die Jugendspieler erst dann hochziehen, wenn sie aus der Jugendmannschaft raus möchten, weil solange sie in der Jugendmannschaft sind, haben wir erstens mehr Informationen über sie, können sie besser einschätzen nach und nach, und zweitens können sie ihr Potenzial nicht verschlechtern in der Zeit, wenn sie hier noch sind. Das ist nämlich der große Vorteil. Klar, bei Laien verschlechtern sie es meistens auch nicht und entwickeln sich gut. Stimme ich dir absolut zu. Dennoch, manchmal ist es besser, sie einfach lange in der Jugendmannschaft zu behalten. Und dann noch ein paar Transfervorschläge von Paul. Einmal Leitsch von Bochum, Rapp von Union, Mühl von Nürnberg für die Innenverteidigerposition. Alle drei sind auf der Liste, alle drei werden gescoutet. Wo haben wir sie hier? Mühl, Rapp und Leitsch. Rapp auf jeden Fall ein guter Mann, den hatte ich auch schon mal in der Karriere. Mühl, auch der natürlich, bringt ein bisschen Erfahrung mit. Leitsch kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, um ehrlich zu sein. Und dann hat er noch Broll und Kastenmeier vorgeschlagen. Kastenmeier hier gerade gewechselt zur Florentina. Und Broll, da müssen wir noch warten, bis wieder ein Mitarbeiter frei ist, weil sonst können wir nicht scouten. Hier sehen wir auch nochmal, Kastenmeier gerade gewechselt. Da muss ich aber auch sagen, dass wir vielleicht auf der Torwartposition noch ein Regal höher greifen können. Müssen wir mal gucken, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wie gut Broll ist. Ich weiß, dass Broll extrem talentiert ist, aber ob er dann das heftigste Potenzial der Welt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Also, wir haben 30 Millionen auf dem Konto. Nach wie vor lassen wir scouten. Und die Position, auf der wir uns ja verbessern wollen, ist einmal die Innenverteidigerposition und eben vielleicht Rechtsverteidiger oder Torwart. Weil Torwart, vor allem wegen der Simulation, habe ich da ein paar Bedenken. Und deshalb fände ich es gar nicht schlecht, wenn wir da nochmal einen neuen Keeper holen könnten. Wir haben jetzt das erste Mal vorsimuliert und kriegen jetzt erstmal die Bestätigung dafür, dass Akbaba verkauft ist. Kriegen nochmal 3,3 Millionen extra aufs Transferbudget. Das können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen, dieses Budget. Denn ja, wir wollen ja nach wie vor noch einkaufen, und in einer Woche steht auch schon der Ligastart an. Jetzt sind hier erstmal eine Menge Scouting-Berichte, heißt, wir können auch wieder neu scouten, und das habe ich auch auf jeden Fall vor. Und Kana, ja, der hatte sich mal beschwert, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung und deshalb gucken wir jetzt nochmal. Ist das der Ronaldo-Region? Ah ne, Ronaldo ist Stürmer, ne? Ich dachte nämlich, oder? Sucht neuen Verein, da scouten wir aber mal ganz schnell rein. Linker Flügel, ich weiß nämlich nicht, ob vielleicht linker Flügel gerade die Position von Ronaldo war, zu dem Zeitpunkt. Also das könnte ja natürlich jetzt hier, nee, linker Flügel, rechter Flügel. Dennoch, der sieht gar nicht so schlecht aus, auch wenn wir schon einen freien Spieler haben. Den scouten wir jetzt einfach mal eben. Und ich möchte noch ein paar weitere Spieler natürlich scouten. Einmal natürlich Kastenmeier und Broll, die ja vorgeschlagen wurden. Die sollen dann natürlich auch gescoutet werden, auch wenn Kastenmeier ja jetzt gerade keine Option ist. Broll natürlich auch, der ehemalige Keeper von Dresden. Und dann auf jeden Fall möchte ich Van der Voort, ich glaube, den scouten wir schon. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher, ob wir den schon scouten. Aber den haben wir sogar schon vollständig gescoutet jetzt. Dann will ich noch Lunin und einen weiteren Torwart gleich scouten. Die werden alle mal gescoutet, weil dem läuft auch der Vertrag aus. Und noch ein Holländer, und zwar Billo, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Die werden jetzt erstmal gescoutet und vielleicht ist ja einer von denen interessant.
Jetzt gucken wir aber auch erstmal auf die Spieler, die wir gerade gescoutet haben. Vor allem in Sachen der Innenverteidigerposition. Ja, das ist natürlich auch eine interessante Position, die bei uns nach wie vor offen ist. Noch sind hier aber leider nicht alle gescoutet. Ein Stergio wäre natürlich ein sehr, sehr guter Deal. Ein Pembele finde ich nach wie vor interessant. Aber so ein Stergio, der hätte schon was. So als neuer Leader in der Innenverteidigung könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wir gehen da jetzt auch einfach mal rein und gucken, wie viel wir für ihn bezahlen müssten. Oh, und es wird wenig. Ich bin ganz frech hier mit 8 Millionen reingegangen und sie wollen 9,6. Also das könnte echt ein super Deal werden. 8,5 Millionen, damit machen wir auf jeden Fall gar nichts falsch. Das ist ein richtig guter Deal für Stergio. Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht hier in Sachen der Vertragsverhandlung noch irgendwie scheitern. Weil das ist nun wirklich ein sau, sau guter Deal. Schlüsselspieler, 5 Jahre, Freigabesumme wollen wir nicht machen. Und jetzt ist halt die Frage nach dem Gehalt. Bitte mach einen Vorschlag. Oh, wir müssen selbst. Oh, ja, das ist ganz schwer. Ich kann es 0 einschätzen. Wir geben 30. Komm, nimm es einfach an. Nimm es einfach an. Ja, nimmt es an. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir vielleicht zu viel bezahlt haben. Aber wir haben unseren nächsten Transfer mit Stergio. Was kassiert ein Gilmore? 35. Ich glaube, dann ist das in Ordnung, dass er 30 kassiert. Ist ein sehr, sehr guter Mann, der auf jeden Fall der zweite Part jetzt hier in der Innenverteidigung sein wird, neben Kana. Und damit sieht unsere Innenverteidigung sehr, sehr stark aus. Dieser Kauf von Stergio würde aber auch bedeuten, dass wir grundsätzlich auf jeden Fall einen Dardai verkaufen können. Ich möchte auf jeden Fall lieber auf Schäfer setzen als auf Dardai. Schäfer könnte natürlich auch im Zentraldefensiven zum Einsatz kommen, aber wenn wir ein gutes Angebot für Dardai bekommen, würde ich das annehmen, weil wir einfach nicht 4 so starke Innenverteidiger brauchen und das Geld könnten wir dann vielleicht noch in einen neuen Torwart oder Rechtsverteidiger investieren. Und es gibt gleich ein Angebot für Dardai. Leihangebot haben wir auch bekommen, die delegiere ich gerade noch und dann seht ihr, ob das durchgegangen ist. Aber es gibt ein interessantes Angebot. Bis 4,6 können wir wohl verlangen. Und dann verlangen wir das ja auch gleich mal von Kopenhagen. Die steigern ihr Angebot natürlich erstmal nicht. Und wenn wir unseres etwas verringern und mal gucken. Sie nehmen es an. 4,5 Millionen. Das ist ein super guter Deal für Dardai. Prott wird wohl verliehen. Also natürlich nicht Finn Prott, sondern Johann Prott, sein Bruder. Und wir haben ein interessantes Angebot für Tosin. Und doch da bin ich nicht völlig abgeneigt, denn der ist ja jetzt schon 25, glaube ich, hat sein Potenzial ausgeschöpft. Und wenn wir hier, komm, wir verlangen jetzt mal 18 Millionen. Das wäre natürlich Doppelte des Marktwertes, 14,4. Ich glaube, wir können echt gut was rausholen. Für 17,5, 15 Millionen. Also wir sind hier schon auf einem sehr, sehr guten Weg. 17 Millionen, was sagen Sie dazu? Oh Mann, da habe ich vielleicht einen Tick zu viel verlangt. Für uns geht es jetzt aber erstmal hinein in den Liga-Auftakt und das gegen Leverkusen. Leider nicht im Sonnenschein, sondern hier gleich am ersten Spieltag im Regen und das in der Bayer-Arena. Ja, unser erstes Bundesligaspiel für den VfB Lübeck. Ein historischer Moment und das sind den Auswärtstrikots hier in der Bayer-Arena gegen Reese, den wir da, Reis, heißt er Reis oder Reese? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Der hier auf jeden Fall Leverkusen anführt als neuer Kapitän, der junge Engländer. Das ist natürlich eine Top-Mannschaft, auf die wir hier gleich treffen. Hier heute zu punkten wäre krass. Wir spielen ja auch auf Ultimativ jetzt wieder. Und ja, also erste Saison ganz klar. Abstieg irgendwie vermeiden, das wäre schon der Hammer. Und damit blicken wir hier auch gleich mal auf die Aufstellung von Leverkusen. Sie haben ein paar Flenker am Tor. Alonso, Bailey, Itzo und Atal, Tonali und Rice dann in der Doppel-6, Bailey, Diaby und Pellegrini und dann Belotti einfach mal beide Baileys in der Mannschaft, also der Flügel aus Jamaika und der Bailey, der Mann von der Elfenbeinküste ist es, glaube ich, wenn ich mich da nicht irre. Ich glaube, es war die Elfenbeinküste, also ein Ivora und jetzt gucken wir natürlich auf unsere Mannschaft, auf den Underdog, auf den Aufsteiger und behauen nach wie vor im Tor noch. Natürlich Kircher, Kana und der Neuzugang Stergio, Netz dann noch Simons und Neuzugang Gilmore und dann Port Lena Tosin, der ja schon fast weg war und Lané ganz vorne drin. Das ist die Startelf, die Bank ist wie gewohnt eigentlich, Dardai schon nicht mehr mit dem Kader, aber noch nicht verkauft und damit geht es rein in unser erstes Erstligaspiel. Und da ist gleich Lena. Lena, 1-0, das gibt's doch nicht. Wir führen in Leverkusen und das nach 5 Minuten durch Lena. 1-0 durch den Österreicher.
Und der VfB Lübeck führt. Eieieiei. Wir hatten hier die ganze Zeit auch schon den Ball, die ersten 5 Minuten. Und dann ist es Lané auf Lena. In der zweiten Liga war es fast immer umgekehrt. Hier ist es diesmal so rum. Und der Österreicher lässt Pavlenka alt aussehen und bringt uns in Führung. Och nee, warum denn diese Kacktore jedes Mal? Und ich verstehe es in FIFA nicht. Warum wirft er diesen Ball da so dumm ab? Er hätte ihn einfach nur Stergio vor die Füße legen müssen. Ey, so ein dummes Tor wieder. Also ich schmeiß die Dinger wieder nur noch nach vorne. Also ich spiele wieder nicht mehr kurz hinten. Das macht einfach keinen Sinn. Och nein, nein. Och, das kann es nicht sein. Ey, es ist so traurig, dieses Spiel. Der kommt ein Ball wieder zu unbehauen und er macht den zweiten Fehler in diesem Spiel direkt in die Füße von Belotti. Und der hätte den auch mit verbundenen Augen und einem Bein und einem Ohr und was ich. Ja, der hätte ihn einfach immer reingemacht. Ey, so eine Scheiße unbehauen. Und genau deshalb kaufen wir einen neuen Torwart. Meine Fresse. Natürlich, das ist irgendwo auch mit meiner Schuld, dass ich ihn nicht einfach wegkloppe. Aber, Digga, dass er ihn, er spielt ihn halt perfekt in den Fuß. Also beim ersten Tor bin ich ja absolut dabei, dass es auch zum Großteil meine Schuld ist. Aber das, also ganz ehrlich. Oh, jetzt haben wir noch eine rote Karte. Ja, jetzt kommt auch noch alles zusammen. Ja, jetzt ist ein perfektes Debüt für Stergio auch noch. Der kassiert jetzt hier rot, weil er eine Sekunde zu spät kommt. Geil. Geiles Spiel. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die erste Liga. Komm, lass wieder absteigen. Und da ist das 3:1. Jo. Und wir springen hier dann auch gleich zum Ende. Ich habe keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, was ist das für ein Scheißspiel schon wieder gewesen? Unfassbar. Unfassbar. Das ist ja schon wieder so scheiße. So, unbehauen. Der kommt jetzt auf die Transferliste. Der hat ja wieder mal nichts gerissen. So, tschüss, war eine nette Zeit mit dir in der zweiten Liga. Aber für die erste reicht es bei Weitem nicht. Stärke, jo, ja, weiß ich nicht, also muss man auch nicht rot für geben. Aber okay, bin überrascht. Ja, hast scheiße gespielt. Leider kann ich ihn jetzt nicht anmeckern. Weil ich bin schon wieder übel pisst, weil das Spiel schon wieder... Nee, ganz ehrlich, also wir haben das echt teilweise sehr, sehr stark gemacht. Und dann kommt wieder so eine Scheiße bei rum. Also da habe ich echt keinen Bock drauf. Dann gehen wir gleich lieber nochmal in ein anderes Spiel und werden uns jetzt wahrscheinlich gleich Thunderford kaufen, denn das ist wenigstens ein Keeper, der vielleicht den ein oder anderen Ball halten kann. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Ja, gegen Bielefeld, also wenn wir gegen Bielefeld in der Simulation nicht gewinnen, ne? Also dann können wir auch gleich hier wieder Zweitliga spielen. So, haben wir hier irgendwas? Lena, ich verkaufe doch nicht Lena, der hat das einzige Tor gemacht, der war der Einzige, der gut gespielt ist. So, gleich das nächste Angebot. Komm, wir delegieren das jetzt mal. Ich möchte mindestens 17. Ja, bei 16,5 wäre ich auch noch zufrieden. Aber ja, wir delegieren das jetzt mal. Probieren das aus. Schäfer wird jetzt auf jeden Fall in diesem Spiel spielen. Denn ja, der gewisse Herr Stergio, der hat ja nicht mehr so viel Lust zu spielen. Und die Kaderbreite ist auch mal wieder im Arsch. Müssen wir mal gucken, werden wohl einige Jugendspieler auch hochkommen. Wir wollen ja auch noch transferieren. Ja, Schnellsimulation gegen Bielefeld, bitte punkten. Ja, 2-1 verloren, komm, wir steigen gleich wieder ab. Ich packe die Koffer, wir reisen in die zweite Liga. Tauschangebot für Lané. Ja, wahrscheinlich machen wir das, ne? Können wir gleich ablehnen, machen wir nicht. Stergio darf gegen die Bayern ran, da werden wir auch simulieren, weil... Also, ne... Darauf habe ich überhaupt keine Lust, jetzt auch noch von den Bayern auf die Fresse zu bekommen. Wir einigen uns bei Tosin und zwar ganz knapp unter 17 Millionen, 19,9. Das ist ein gutes Angebot. Und was ist das? Ein Spieler. Ein Spieler ist mit dran. Da werden wir hier auch delegieren bei Unbehauen. Und der Reznik, der ist eigentlich nicht auf der Transferliste und wir brauchen ihn auch für die Kaderbreite. Deshalb werden wir das auf jeden Fall ablehnen. Wir haben einige Scouting-Berichte auch noch bekommen für Rapp, Mühl und Leitsch. Die werden wir uns mal alle angucken. Leitsch. Ja, ist okay. Wie sieht's bei Rapp und Mühl aus? Mühl 73, Rapp 72. Kann man auf jeden Fall mal überlegen, weil wir brauchen ja auch noch welche für die Kaderbreite. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Jetzt warten wir erstmal den nächsten Verkauf ab, weil wir wollen ja noch einen neuen Keeper haben. Simulieren jetzt gegen die Bayern, da werden wir sowieso auf die Fresse bekommen. Also da, das ist überhaupt keine Frage. Hier kommen Bayern 5-0 oder so. 1-1! Wir hätten sogar fast gewonnen. Absolute Überraschung. Okay.
90. machen die erst den Ausgleich. Wir haben in der 87. das Tor gemacht. 1:1 gegen die Bayern. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Sonst, ja. Erster Punkt in der Liga. Gut, dass ich nicht selbst gespielt habe, sonst wäre es nämlich wirklich ein 5-0 geworden. Transferangebot für Kana, das kann ich sofort ausschließen, das wird nicht geschehen. Und es scheint so, als wäre Tosin verkauft. Wir kriegen 12 Millionen und haben somit das Budget, unseren neuen Torwart zu holen, denn alle anderen Torhüter sind jetzt auch gescoutet. Heißt, wir können jetzt zugreifen bei einem Torwart unserer Wahl fast schon. Denn wir haben ja, wie viel Geld haben wir jetzt? Also über 30, ne? Ja, 30 Millionen können wir knapp für den Torwart ausgeben. Das ist eine Menge, das ist auf jeden Fall eine Menge. Lunin hätten wir, oh, der wäre schon heftig. Also Lunin, huiuiuiui. Ja, dieser Billolov ist gerade erst untergekommen bei seinem Verein. Van der Voort wäre halt auch krass, weil der sich noch besser wahrscheinlich entwickeln könnte als Lunin. Wir werden es als erstes bei Van der Voort probieren und dann bei Lunin, weil dessen Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Und deshalb glaube ich, dass wir den echt günstig von Real bekommen könnten. Bei 32,5 Millionen müssen sie überlegen. Und derzeit werden wir mal auf jeden Fall bei Lunin reingehen und gucken, wie viel wir für ihn bezahlen müssten, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar weniger für ihn bezahlen könnten. Sisu akzeptiert 30 Millionen für Lunin und dann werden wir das, glaube ich, auch machen. Denn Van der Voort 32,5, 2 Gesamtrating schlechter. Klar, langfristig wird er uns mehr bringen, aber langfristig können wir uns vielleicht noch einen besseren Torwart holen. Und deshalb werden wir auf jeden Fall den Lunin-Deal hier versuchen zu vervollständigen. Und das sollte doch auch eigentlich klappen. Es ist ein sehr, sehr guter Keeper von Real Madrid, der da ja nicht die Spielzeit bekommt und jetzt bei uns auf jeden Fall natürlich als Schlüsselspieler eingeplant ist. Wird natürlich einen 5-Jahres-Vertrag kassieren, sofern er das auch möchte. Wir schlagen es auf jeden Fall mal vor. Ist er auch dabei, das ist sehr, sehr schön. Boah, eine Freigabesumme. Lehnen wir erstmal ab, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir den für viel, viel Geld verkaufen können eines Tages. So, jetzt bitte nicht beim Gehalt choken. 50, machen wir 60. Ich hoffe, er nimmt es an. Bitte nimm es an, er nimmt es an. Damit haben wir den nächsten Top-Transfer. Und zwar kommt ein Torwart, es ist nicht Van der Voort, sondern es ist Lunin von Real Madrid. Also mit Lunin als neue Nummer 1 sollten wir auch in der Simulation nochmal deutlich besser dastehen. Denn jetzt haben wir einen Torwart, der um ganze 9 Gesamtratings besser ist. Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Transfer. Meiner Meinung nach könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Aber wie ich euch kenne, hättet ihr schöner gefunden, hätten wir Unbehauen behalten, weil ihr ja immer fordert, dass ich mehr auf die eigenen Spieler setzen soll. Aber es ist der logische Schritt für uns. Klar, Unbehauen ist auch ein toller Keeper. Aber das Spiel gegen Leverkusen war katastrophal, wenn wir ehrlich sind. Und ja, langfristig ist Lunin in jedem Fall die bessere Lösung. Und wir wollen ja auch vorankommen in dieser Karriere. Der nächste Schritt wäre es, Al-Miki zu verkaufen. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier endlich mal eine Einigung finden. Komm, 1,75. Wenn sie das nicht annehmen, danke. Danke, Eindhoven, dass ihr das annehmt. Damit ist der nächste Spieler so gut wie weg. Und wir kriegen nochmal einen ordentlichen Batzen Geld aufs Konto, den wir dann wieder investieren können. Al-Miki und Unbehauen haben sich verkauft. 4 Millionen und nochmal 1,3, ja, sogar fast 5 Millionen. Angebot für Netz. Auch da werden wir das direkt ablehnen, denn das ist so ziemlich eines der besten Talente, was man auf seiner Position bekommen kann. Es gibt ein Interesse an Francic. Und das ist ein hochinteressanter Spieler, meiner Meinung nach. Denn der könnte echt noch eine Option bei uns im Verein vielleicht werden. Wollen wir auf jeden Fall mal gucken. Gravenspeck natürlich auch ein interessanter Spieler, aber dieser Francic hier, der kostet, oh, Passer will ihn haben. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir aktuell noch haben, weil, den werden wir uns nicht leisten können. Der wird wohl zu Barca gehen. Wir warten jetzt noch ab bis zur 3-Stunden-Marke und dann werden wir selbst nochmal auf jeden Fall einkaufen. Francic geht also zu Barca, den wollte ich eigentlich gerne mal für diese Karriere auch hier bei uns haben, aber hat sich jetzt eben nicht so ergeben. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Mann für die rechte Seite, das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch machen und natürlich würde ich gerne noch ein bisschen in die Kaderbreite investieren. Innenverteidigerposition hätten wir Schäfer als Backup, das würde passen. Wir haben Okombova als Sechser, wir haben Reznik für die Außen als Backup. Winsheimer haben wir noch als Sturm-Backup auf jeden Fall dabei.
Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Außenverteidiger-Backup, nachdem jetzt ja Almiki weg ist, und noch einen vielleicht für die zentrale Position. Wobei wir da natürlich auch einen Horn zurückholen könnten. Und das finde ich schon fast wieder eine sehr, sehr interessante Option, denn der hatte mir ja sehr gut gefallen in der zweiten Liga. Erstmal der Blick aufs Budget. 11 Millionen haben wir und dafür brauchen wir eigentlich nur einen rechten Mittelfeldspieler, der am besten auch noch besser ist als Tosin. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Ich hoffe, da finden wir was und ich hoffe, wir haben auch was gescoutet. Der Jeong ist zwar von der Gesamtrating her nicht besser, aber grundsätzlich hat er auf jeden Fall ein besseres Potenzial. Wir gucken uns hier nochmal um. Der SC Freiburg willigt ein bei Jeong. Wir haben jetzt einfach keine Option so richtig auf der Position. Deshalb würde ich Jeong tatsächlich mitnehmen. Klar, der ist jetzt schlechter als Tosin vom Gesamtrating her. Aber er ist 23 Jahre jung, wird sich auf jeden Fall entwickeln, weil er Stammspieler ist. Und deshalb werden wir ihn auf jeden Fall holen. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Spieler. Kommt aus der Bayern-Jugend. Oder, naja, nicht ganz Bayern-Jugend, aber hat auf jeden Fall mal für die Bayern-Jugend gespielt. Und soll jetzt für den VfB Lübeck ab sofort spielen. Das ist der Plan. Dafür haben wir ein extrem gutes Upgrade auf der Torwartposition gemacht. Und das restliche Geld werden wir dann nämlich in einen neuen Scout investieren. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Wir werden Horn von der Leihe jetzt direkt zurückholen. Der hat da also nie so richtig gespielt für seinen Leihverein. Aber der kann uns halt direkt als Backup weiterhelfen. Auf der Außenverteidigerposition müssen wir uns mal eine Lösung noch überlegen. Da vielleicht noch einen freien Spieler suchen, weil so sind wir da jetzt nicht so perfekt aufgestellt natürlich. Aber um ehrlich zu sein, haben unsere Außenverteidiger in der letzten Saison nicht ein einziges Spiel verpasst. Also ich hoffe, dass das auch in dieser Saison so aussehen wird. Dennoch werden wir da auf jeden Fall die Scouts hin nochmal losschicken, dass wir da auf jeden Fall neue Spieler suchen, vielversprechende Außenverteidiger für den nächsten Winter oder für den Sommer. Das ist auf jeden Fall eine Option. Horn ist zurück, kriegt seine Rückennummer 22, das hatte ich ja mir so vorgenommen, dass der die wiederbekommt. Und ja, auf ihn freue ich mich wirklich sehr. Er ist ein sau interessanter Spieler. Der hatte extrem stark performt in der zweiten Liga bei uns und damit ist der Kader nicht perfekt aufgestellt, das gebe ich auf jeden Fall zu, aber wir haben ein sehr wichtiges Upgrade auf der Torwartposition gemacht, was einfach extrem, extrem stark ist. Und jetzt beenden wir den Transfer Deadline Day und werden ganz schnell noch in ein Spiel gehen, denn ich möchte hier heute noch in dieser Folge ein Spiel gewinnen. Wir gehen noch ganz hier schnell, ganz kurz noch hier zu den letzten Stunden, kaufen uns dann noch einen neuen Scout und dann geht es wirklich in dieses eine Spiel, was ich noch spielen möchte. Ich habe keine Ahnung, wer der Gegner ist. Okombowa wird sowas auch nicht verkauft. Den brauchen wir auch als Backup auf der 6er Position. Und Top-Transfers sind Aouar zu Man City. Gnabry geht zu Liverpool zurück in die Premier League. Und auch Wendell geht zu Liverpool. Und damit kaufen wir uns jetzt einen neuen Scout, damit wir dann eben da vielleicht besser scouten können. Wir haben jetzt hier 4 Millionen dafür. Ich glaube, damit sollten wir auf jeden Fall einen besseren bekommen als der aktuelle hier. Wie viel kostet es ihn zu feuern? Fast gar nicht. Und dann können wir uns hier einen... den nehmen wir mit hier. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal. 5 Sterne und 4 Sterne, den nehmen wir mit. Und den schicken wir wohin? Einer ist in Frankreich, einer ist in Deutschland. Dann gucken wir doch einfach mal nach englischen Talenten. Haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Der ist also unterwegs. Gucken noch schnell auf die Scouting-Berichte und dann hoffe ich, dass die Folge nicht viel zu lang wird, weil, wie gesagt, ich möchte unbedingt noch spielen. Ganz kurz hier der Blick rein, ob irgendwas dabei ist. Sieht hier schon mal nicht danach aus, nein. Und jetzt noch der deutsche Scout und dann geht es rein in die Partie gegen wen auch immer. Dufour ist ein Jugendspieler, der weg möchte und der passt sehr, sehr gut bei uns aktuell in die Profimannschaft sogar hinein, denn der kann Linksverteidiger spielen und damit hätten wir tatsächlich eine Backup-Option für zumindest mal die linke Seite. Damit kommt er auch direkt noch auf die Bank hier und wir werden ihn direkt umtrainieren und gehen dann rein in die Partie gegen Freiburg direkt, also gegen den Ex-Verein von Jeong. Das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, dass er direkt im ersten Spiel gegen den Ex-Verein spielt. Wird jetzt hier umtrainiert, ist Rechtsfuß. Ja, das passt ja mal wieder perfekt. Und damit geht es rein gegen den SC Freiburg. Wir starten jetzt also rein ins erste Heimspiel für uns, was wir selbst angehen, am Stadion an der Lohmühle hier in der ersten Fußball-Bundesliga.
Und ja, ich bin nicht völlig zufrieden mit der Transferphase. Natürlich, wir haben einige Vereinslegenden verloren, Unbehauen, Tosin, das ist schon ein bisschen bitter natürlich, aber wenn wir vorankommen wollen, dann müssen wir transferieren und dann müssen wir auch mal harte Entscheidungen treffen. Dennoch, wir haben ja auch weiterhin viele Vereinslegenden in dieser Mannschaft und heute geht es gegen Freiburg. Die sind gut reingestartet in die Saison, wir nicht wirklich, haben aber einen Punkt gegen die Bayern geholt und heute sollen 3 weitere Punkte folgen. Und damit blicken wir dann auch gleich auf unsere Startformation. Lunin, die neue Nummer 1 im Tor, Netz, Stergio, Kana und Kircher, Gilmour und Simons, dann haben wir Port, Lena und der neue Mann Jejong, der vom SC Freiburg kommt und Lané im Sturm. Also ja, wir haben ordentlich was getan, Horn ist zurück von seiner ganz kurzen Leihe, Dufour, damit haben wir einen neuen, interessanten Jugendspieler auf der Bank heute das erste Mal. Und jetzt gucken wir auf die Mannschaft von Freiburg und die ist, glaube ich, brachial. Wir sehen schon Kevin Volland und King im Sturm. Rodak im Tor sagt mir gar nichts. Davor haben wir eine Viererkette, unter anderem mit Schlotterbeck. Den kennt natürlich fast jeder, ihn und sein Bruder. Dann haben wir Santa Maria, der wird sich gut entwickelt haben. Grifo als Uldi und vorne dann Volland und King. Das wird richtig schwer und damit gehen wir rein in diese Partie. Ich will unbedingt gewinnen. Hier Jong, gute Gelegenheit für uns. Lena und der hat nochmal das Auge und das ist das Tor. 1:0 durch Lané, Lena auf Lané. Die beiden, sie sind zurück und das erste Saisontor für Lané, das erste Bundesliga-Tor für den Schweden und die nächste Führung für uns und die erste Führung zu Hause. Also viele Premieren jetzt hier in dieser Situation und Jejong ist daran beteiligt, dann zu Lena und der hat das Auge nochmal für den Mitspieler. Der macht das Tor dann, Lané ist zurück und das ist ganz wichtig, dass er hier den Führungstreffer erzielen kann. Oh nein, das ist es, das ist so stark von Freiburg, Mann ey, die sind aber auch gut. King, ja, keine Ahnung wer das ist, Volland, King, ja keine Ahnung, wie sollen wir das denn verteidigen? Joshua King, was sucht er eigentlich in Freiburg? Also, holy shit, wie spielen die denn immer? Ich könnte kotzen, Alter, ich könnte kotzen. Meine Fresse, fuck mich dieses Spiel ab. Volland 2-1. Och, guck dir diesen Hühnerhaufen da hinten doch mal an. Und wie kann das denn kein Abseits sein? Wie? Welcher Idiot hat das Abseits aufgehoben? Oh, Netz, Alter, den würde ich so gerne auswechseln. Aber wir haben ja keine Spieler, weil wir einfach schlecht transferiert haben. Es ist so nervig, dieses Spiel. Es ist von Grund auf nervig. Winsheimer kommt rein. Oh, es ist zum Kotzen, es ist wirklich zum Kotzen, dass wir hier schon wieder verlieren. Horn kommt rein, Lena reißt ja auch nichts außer Klopapier. 10 Minuten noch, volle Offensive. Ich habe echt keine Lust zu verlieren. Gilmour, Lané, Lané, mach ihn, er macht ihn! Oh, danke, Lané, Fußballgott. Ey, es war schon wieder so ein Krampf, diese Partie. Also ja, ich finde das völlig in Ordnung, dass wir hier zum Anfang auch reinscheißen in der ersten Fußball-Bundesliga. Unser Team ist nämlich nicht so gut. Aber ja, teilweise war es echt nervig. Gilmour, unfassbarer Hackenpass. Und dann macht Lané das halt einfach gut. Dann macht das halt einfach gut und macht hier den Ausgleich. Wir werden jetzt auf jeden Fall Okombova reinsetzen für den hier zumindest sehr starken Gilmour in dieser Situation. Denn wir brauchen einfach die pure Defensivgewalt von einem Okombova, der die jetzt hier nochmal aufs Feld bringen soll und hier irgendwie den, ja, Punkt zumindest sichern. Die letzten Sekunden laufen, dann ist Schluss, 2:2 immerhin noch. Also hätten wir das hier verloren, dann wäre ich wirklich ziemlich mad gewesen, aber immerhin ein Punkt gegen starke Freiburger ist in Ordnung. Dennoch muss in der nächsten Folge auf jeden Fall der erste Sieg her. Und damit blicken wir zum Abschluss dieser wahrscheinlich viel zu langen Folge nochmal auf die Tabelle. Wir sind 15. 2 Punkte haben wir immerhin schon mal. Aber ich, wie gesagt, ich will nächste Folge unbedingt gewinnen. Dann geht es gegen Gladbach ran. Gegen wen geht es noch in der nächsten Folge ran? Wir werden auf jeden Fall diesen Monat noch beenden. Hoffenheim und auch vielleicht schon den nächsten noch ganz durchspielen. Denn ich möchte vorankommen. Obwohl wahrscheinlich, ja, müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall gegen Gladbach werden wir selbst spielen, denn ich möchte gewinnen, so schnell wie es geht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Alle 2 Tage kommt die VfB Lübeck-Karriere hier auf meinem Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich entschuldige mich nochmal fürs Rumgerage, aber ja, wie gesagt, ich möchte immer gewinnen mit meiner Mannschaft, denn ich möchte, dass meine Mannschaft hoch hinauskommt. Und da stört mich jedes Gegentor, jeder Fehler. Ich finde, wir haben eine ordentliche Transferphase, nicht die perfekte hingelegt. Aber es ist okay. Lunin hat uns echt im ersten Spiel mehrmals den Arsch gerettet.
Kana, unfassbar geiler Innenverteidiger, der war auch echt gut. Und Stergio ist auf jeden Fall auch ein guter Transfer. Ich glaube, De Jong wird sich auch gut entwickeln. Gilmore haben wir for free bekommen. Den nimmt man sowas von mit, hat eine tolle Vorlage gemacht. Und damit bin ich raus für heute. Bis dann, macht es gut und ciao.